Hallo und herzlich willkommen auf beatmaking.de. Mein Name ist TDH Beats und in diesem Video möchte ich mit dir mal ein bisschen darüber reden, welche sind denn die besten Vertriebspartner für deine Musik? Wie kannst du am besten deine Musik auf Spotify, iTunes, Amazon und Co. hochladen? Ja, ich persönlich habe schon einige Songs selbst veröffentlicht und habe so über die Jahre hinweg einige Plattformen ausprobiert und möchte einfach mit dir da draußen meine Erfahrungen teilen, gerade auch falls du dich fragst, welche ist denn die beste Plattform, welche ist der beste Anbieter und welcher ist vielleicht nicht so geil. Angefangen habe ich damals mit SpinUp. Dort habe ich meinen allerersten eigenen Song Meer und Palm Teil 1 hochgeladen. Den verlinke ich dir auch nochmal hier oben in der Infocard, falls du ihn dir angucken willst. Freut mich natürlich, wenn du vorbeischaust. Und das habe ich über SpinUp gemacht, weil SpinUp der einzige Anbieter war, den ich zu dem Zeitpunkt kannte. SpinUp hat extrem viel Werbung gemacht und SpinUp gehört zu Universes, wurde sozusagen von Universes ins Leben gerufen. SpinUp bewirbt sich selbst und seine Leistungen damit, dass sie dir nicht nur anbieten, dass du deine Musik veröffentlichen kannst, sondern gleichzeitig, dass du A, 100% deiner Einnahmen behältst, das ist schon mal ein Plus. Und B, dass es dort Coaches gibt auf dieser Plattform, der mit seiner Musik noch keinen einzigen Cent verdient, dann ist es natürlich blöd, wenn du pro Single, die wahrscheinlich nur ein paar Cent einbringen wird, jedes Mal 10 Euro bezahlen musst. Und ja, bei SpinUp muss man pro Single 10 Euro bezahlen. Pro EP und pro Album ist es dann halt ein bisschen günstiger, ne? Da zahlst du dann nicht 10 Euro pro Song. Ich finde, das ist aber schon ein relativ hoher Preis, gerade auch wenn man die Konkurrenten vergleicht. Als nächstes kommen wir zu Wreckajet, was ich als zweites getestet habe. Ich bin irgendwann von SpinUp dann rübergegangen zu Wreckajet, weil ich von Wreckajet sehr viel positivere Sachen gehört habe als von SpinUp. Auch bei Wreckajet muss man pro Release bezahlen. Zum damaligen Zeitpunkt gab es auch noch nicht so viele andere Alternativen dazu, die mir bekannt waren. Deswegen dachte ich, okay, komm, Wreckajet. Wreckajet ist in meinen Augen viel besser, was die Transparenz angeht und was die Statistiken angeht. Du kannst viel schneller sehen, wer hat deine Songs wirklich angehört. Du kannst aus den Statistiken auch Infos für dich selbst ziehen und vielleicht gucken, ah, okay, das kam gut an, der Song, und der Song kam nicht so gut an. Vielleicht sollte ich da mehr Energie reinstecken. Und das ist auf jeden Fall schon mal positiv zu nennen. Wreckajet hat natürlich nicht diese Coaches wie bei SpinUp von Universal, aber Hand aufs Herz, ob die wirklich so viel bringen, ich zweifle stark daran. Ich denke, das ist eher ein geiler Marketing-Gag, der für viele Leute auch gut funktioniert. Irgendwann war mir aber auch natürlich Wreckajet zu teuer und ich habe geschaut, was gibt es sonst noch für Alternativen. Und jetzt kommen wir zu der Plattform, bei der ich auch momentan bin. Und auf diese Plattform bin ich durch den YouTuber KaiBeats aufmerksam geworden und diese heißt DistroKid. DistroKid hat auch ein Affiliate-Programm, welches ich in diesem Video nicht bewerben werde. Also, wenn ihr euch bei DistroKid anmeldet, ja, kriege ich keinen Cent dafür. Ich empfehle DistroKid an dieser Stelle, weil ich es selbst nutze und weil ich selbst sehr positive Erfahrungen gemacht habe mit DistroKid. Warum DistroKid? DistroKid kostet $20 im Jahr für dich als Künstler und du kannst so viel hochladen, wie du willst. So viele Songs, so viele Alben und du kannst dich einfach ausprobieren. Du kannst einfach gucken, was funktioniert. Die Statistiken bei DistroKid gefallen mir auch sehr, sehr gut. Man kann sehen, welcher Store wie viel wann überwiesen hat und so weiter und so fort. Es gibt einige Leute im Internet, die Probleme hatten mit DistroKid, mit der Auszahlung und so weiter. Aber nach weiterer Recherche hat sich dann jedes Mal rausgestellt, dass die Leute am Ende des Tages doch immer ihr Geld bekommen haben. Deswegen kann man da DistroKid wahrscheinlich nichts vorwerfen, außer dass der Support ein bisschen schwach ist. Aber dafür muss man auch sagen, DistroKid, super Preis-Leistungs-Verhältnis an der Stelle. Man kann extrem viel einstellen. Man kann zum Beispiel auch zu Stores wie TikTok schicken, also dass eure Songs auch bei TikTok verfügbar sind, was sehr, sehr, sehr cool ist. So, TikTok ist gerade eine Plattform, die man als aufstrebender Künstler nutzen sollte. Wenn du also da draußen TikTok noch nicht nutzt, definitiv melde dich an. Ich habe dir auch mal unten mein TikTok-Profil verlinkt. Ich bin da selbst noch nicht so into it, aber da werden demnächst auch noch ein paar coole Beatmaking-Sachen folgen. Also schau mal vorbei. Außerdem kann man auch noch natürlich ganz wichtig bei Instagram die Sachen verfügbar machen und das ging bei SpinUp nicht. Das hat mich mega angekotzt bei SpinUp, dass man das nicht bei TikTok und bei Instagram zur Verfügung hatte. Und ich meine, gerade da teilen die Leute eure Songs und gerade da baut ihr eure Reichweite auf Social Media. So funktioniert es, wenn man sich als Künstler selbst
selbst vermarkten möchte. Das ist einer der Riesenvorteile, den ich persönlich an SpinUp sehe. Als letztes möchte ich euch noch eine Plattform vorstellen, die da heißt Amuse.io. Und Amuse.io ist eine Plattform, wo ihr kostenlos eure Songs auf Spotify, iTunes, Amazon und Co. hochladen könnt und ihr behaltet 100% der Einnahmen. Too good to be true? Wahrscheinlich klingt es ein bisschen too good to be true, dachte ich mir, habe es gegoogelt und habe herausgefunden, Amuse.io ist eine schwedische Firma, die sich darauf konzentriert hat, selbst Künstler unter Vertrag zu nehmen und neue Künstler zu entdecken, um mit diesen dann Geld zu verdienen. Amuse.io funktioniert also so, du meldest dich dort an, du kannst deine Musik kostenlos hochladen mit gewissen Einschränkungen, zum Beispiel, dass immer als Label Amuse.io dann bei deinen Songs in den verschiedenen Stores steht und du weniger Möglichkeiten hast, zum Beispiel auch bei TikTok und bei Instagram die Sachen nicht hochzuladen, dafür musst du keinen Cent bezahlen und du bekommst 100% deiner Einnahmen, was auch eine super Sache ist. Amuse.io erhofft sich dann natürlich, dass sie einen aufstrebenden Künstler so auf ihre Plattform holen und merken, wenn der einen Song hat, der auf einmal total viele Klicks bekommt. Dann bieten die dem einen Vertriebsdeal an, einen exklusiven, und machen für den Künstler Werbung und so weiter und so fort. Vielleicht wirst du entdeckt über Amuse.io und hast total viel Glück und hast direkt einen guten Vertriebspartner an der Hand. Das wäre natürlich super, wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen passieren, aber gerade wenn du am Anfang bist und keinen Cent hast, also nicht mal die $20 im Jahr für DistroKid, dann schau dir auf jeden Fall mal Amuse.io an. Soweit ich das selbst überblicken kann und Leute kenne, die dort hochgeladen haben, hat niemand wirklich was Negatives gesagt, aber es kostet nichts, also probier's einfach aus und macht eigene Erfahrungen. Es gibt auch eine Premium-Variante von Amuse.io. Da bezahlst du dann einen jährlichen Beitrag, so ähnlich wie bei DistroKid. Du kannst dafür dann auch bei TikTok und bei Instagram deine Sachen verfügbar machen. Und ganz wichtig, du kannst auch deinen eigenen Labelnamen vergeben. Andere Plattformen wie zum Beispiel iGroove habe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht genannt, weil sie für mich einfach nicht die Relevanz besitzen, auch wenn sie zum Beispiel Kool Savas als Testimonial haben. Ich empfehle dir aber wirklich, schau dir Amuse.io an, wenn du nichts ausgeben möchtest, und schau dir DistroKid an, wenn du vielleicht schon ein paar Songs hast, ein paar Hörer und auf jeden Fall die $20 im Jahr auch easy wieder reinbekommst. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Video für diese Woche. Hier oben findest du nochmal ein anderes Video, unten die Beat-Playlist. In der Mitte kannst du abonnieren. Würde mich mega, mega freuen, auch wenn du mir eine positive Bewertung da lässt und mal bei den anderen Videos vorbeischaust. Und ich hoffe einfach, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und bis bald.